Hallöchen und willkommen hier zu einem neuen Projekt bei unserem Kanal Ark. Ja, klingt ein bisschen merkwürdig und Ark wird es wahrscheinlich auch werden. Dann mit, aber mit G. Mit dabei ist natürlich die Annie, die sich hier ins Bild gedrängelt hat. Ja, genau. Ja, ein wunderschönes Survival-Game hier im, ja, ich weiß nicht, prähistorischen, was auch immer. Ganz viele Dinos hier unterwegs. Und wir sind nicht so ganz sicher, was wir... Au! Es musste sein, es tut mir leid. Entschuldigung, ich wollte die Stimmung ein bisschen auflockern. Auflockern, sagt. Jetzt ja. Reicht's aber langsam bei dir. Es gibt so eine Art Schläge, wenn die Kamera nicht mehr läuft. Ich erzähle schon wieder Blödsinn, hört mir nicht zu. Ja. Einfach ignorieren. Wenn mal jemand klaps auf den Arsch. Oh, sag mal, au! Bitte? Schwein. Also schon, ehrlich. Das sieht schon ein bisschen pervers aus. Mit dir spiele ich nicht nochmal. So, hier erstmal noch ein bisschen was hier an Zeug gesammelt, an Holz und Reisig, damit wir ein paar Kisten bauen können. Und es wird schon dunkel. Ja, das ist das Problem, denn ich habe mich wirklich verlaufen. Nun ja. Wo bin ich? Ich muss mich orientieren. Du bist doch auf unserer Insel, wie kannst du dich verlaufen? Das geht schon. Ich habe mich so doll abgelenkt nebenbei, als ich recherchiert habe, wie der blöde Flugsaurier heißt. Aber ich sehe deinen Schriftzug. Alles klar. Da bist du ja. Anni steht zwei Meter, gefühlt zwei Meter neben dem Lagerfeuer und hat sich verlaufen. Oh nein, das ist wirklich traurig. Aber der wird langsamer, ne? Oh, jetzt. Er ist umgefallen. Ja, sehr schön. Mensch, hat er gut funktioniert. Dann, gar nicht so viele Pfeile verbraucht, ne? Nee. Und jetzt müssen wir den schleppen, oder was? Kannst du mal tragen, nein. Ich müsste meine mal reparieren. Sehr gutes Stichwort. Ich meine, der würde schon noch so ein bisschen halten. Ein bisschen weniger als die Hälfte, aber... Ja, das reicht locker. Ich habe meines ja auch schon. Also soll ich noch warten, meinst du? Naja, meines ist ja schon auf 30%. Naja. Das reicht aber locker. Dann wenn nicht gerade ein T-Rex kommt oder sowas... Hilfe, jetzt habe ich mich auch wirklich erschrocken. Hier rennt gerade so ein Scheiß. Was ist denn das? War das ein Schreib mir doch nicht so ins Ohr. Wo ach ist Gott. Ein T-Rex. Ein T-Rex, na Glückwunsch. Ich fühle mich ja hier super. Ach du Scheiße. Lauf, lauf, Boris, lauf. Der wird unseren Trike töten. Lauf weg! Oh nein, ich bin gestorben. Der ist doch nur Level 24. Was ist denn das hier? Na, das hat erfolgreich geklappt. Oh Gott, nein, 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 geh weg. Oh mein Gott, nein, nein! Mit Level 100 Raptor. Oh ja, das überlebst du nicht. Ach Gott, hallo Säbelzahntiger. Geh weg! Oh, da kommt jetzt echt der nächste Tod, oder was? Hallo Miezekatze. Guck mal, da vorne ist eine Schildkröte. Und hier sind ganz viele Dodos, die kannst du auch holen. Oh, 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 er folgt mir. Ach, scheiße! Komm her! Jawoll! Kaputt! Und Anni ist auch gestorben, sehr schön. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir irgendwie wieder zurechtkommen. Oh mein Gott, da ist der Raptor. Ich gehe mal durchs Wasser. Ich hoffe, wir sind keine Piranhas. Doch, wahrscheinlich schon. Und da vorne ist ein Hai. Und. Geh bloß weg hier. Oh, du hast ja wirklich alles eingesammelt, ne? Und da vorne ist ein Hai. Oh mein Gott, jetzt ertrinke ich. Ich habe nämlich keine Ausdauer. Nein, geh weg! Das ist einfach gönne Raptoren schwimmen. Oh nee! Oh mein Gott. Jetzt geht's ja richtig ab. Ach Gott. Ey, sag mal, geht's dir gut? Hey. Hier, guckt euch das aber an. Was ist das denn? Scheiße. Oh, weia. Was ist das denn? Oh, ist ja hässlich. Was ist denn da passiert? Oh Gott, hier warten, habe ich nämlich hier so angefangen, so eine Rampe zu bauen. Und hier wird es dann noch Häuschen geben. Hier geht's noch weiter hoch. So mit extra Türmchen und kleinen Balkonien. Über dem Wasser oder sowas, keine Ahnung. Also das fand ich ziemlich cool, dass man es hier direkt in die Steine oder in die Steine reinbauen kann. Ich finde, das hat immer irgendwie was, weil das nicht so dahin geklatscht wird. Nein! Ach so, das war der falsche Stein. Oh mein Gott. Der wächst wieder nach. Nein, der wächst nicht nach, weil hier was gebaut ist. Ups. Ich habe gedacht, ich habe einen anderen Stein. Du sollst doch nicht denken. Oh. Dann musst du das Ganze halt irgendwie improvisieren. Geh woanders wohnen. Du kommst nicht ins Haus. Ja, ach Mann. Mann, das ist doch... Ach Mann. Ich wollte ja nur mal das gucken, ist wie du reagierst. Nee, das ist... Das war ein Test. Lauf um dein Leben. Nein. Scheiße. Dich hole ich noch, ey. Sieht doch immer noch schön aus. Geh weg. Aus.
mein Haus. Du kommst hier nicht mit rein. Ja, dann zieh ich halt woanders hin. Ja, mach dir nichts. Du kannst irgendwo an den Südstrand ziehen oder so. Ganz weit weg von dir. Hier, wo du wohnst. Ich bin einfach hungern. Ist mir egal. Ich bin gerade deprimiert. Kommt da was? Oh mein Nein! Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute! Füttern, füttern. Gleich fertig. Es ist nur noch ein Pixel. Oh, pass auf, jetzt ist gar kein Pixel mehr. Es geht also, los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, los, jetzt. Zeigen. Schlüpf. Los, schlüpf. Du wirst schlüpfen. Oh mein oh Gott. Oh Gott, nein. Ah. Oh mein Gott. Oh, oh. Hast du das gesehen, wie er umgefallen ist, der Kleine? Ja. Oh, der ist süß. Futter, Futter. So, und ich benenne ihn gleich mal. Was ist denn das überhaupt? Es ist ein Junge. Natürlich ist es ein Junge. Was soll es auch sein? Weil wir auch immer so einfache Jungnamen haben. Verdammt. Ja, irgendwie gar nicht. So, jetzt los. Los. Ich weiß nicht. Wenn dir kein Name einfällt, dann heißt er jetzt... Er heißt Paul. Hallo, Paul. Ah, du hast ihn getroffen. Ja. Jetzt. Jetzt. Er fällt. Er fällt gut. Er fällt gut. Ja, perfekt. Ich komme mal runter zum Landen. Ja, super. Und jetzt hängt er bei mir voll... In der... Ja, das ist okay, naja. Das ist okay. Okay. Lass mich mal runter. Ja, hab schon. Oder na, idealerweise du? Nicht in 100 Kilometer Höhe. Oh, das war da so hoch? Ach, Mann. Ich spring mal wieder ein bisschen mit Freya durch die Gegend. Ja. Vielleicht finde ich ja auch ein bisschen Prime. Da ist jetzt nicht mehr so viel drin. Ja, wie da vorne, da wo du gesagt hast, da wo noch einiges ist, dann... Ja. Sollte was zu finden sein. Sag mal, nee, Freya ist voll. Das ist ja klasse. Warum? Wieso ist sie voll? Die ist auf jeden Fall langsam. Das muss nicht sein. Die hat irgendwie ganz viel Zeugs drin. Hast du auch bei den Narcotics abgelegt? Nein. Du bist voll, nicht ich Freya. Bin voll, ich bin fix und voll. Alles klar. Ja, ich denke dann immer, na, jetzt habe ich schon wieder auf Freya geschoben. Es tut mir leid, das war jetzt nicht gegen Freya, ja? Ja, wir hatten ja schon... es wurde eine, ja schon kommentiert, ich ja, schiebe dass, alles dass ich auf. Dich in Gefängnis sperren soll, wenn du wieder die Schuld auf Freya schiebst. Nein, das meinte ich jetzt aber so nicht. Oh. Oh, ich hab aber getroffen. Sie tickt. Bam! Warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken, ob da überhaupt was passiert ist. Ich brauch grad. Ist ja nichts passiert. Ja klasse, was ist denn das für eine Bullshit-Granate? Möchtest du drin stehen bleiben und ich werf mal eine rein? Nein! Doch? Ja? Nein! Hey, mach die Tür wieder auf! Mach die Tür auf, los! Wow, mein Gott! Oh. Aber du hast es überlebt. Aber du kannst mich ja nicht verletzen, aber du hast mir voll den Kopf gezimmert. Ja geil, ey. Dann nehmen wir gleich die nächste noch. Los! Ey, oh nein, jetzt ist die hier draußen. Ja, klasse. Und jetzt... Mein Gott, meine Rüstung ist kaputt. Das ist doch wieder nicht wahr. Du bist manchmal so ein Horst, mein Schatz. Aber wieso denn? Wieso bin ich jetzt ein Horst? Ich habe einfach die Tür zugemacht. Mann, meine Rüstung ist jetzt kaputt gegangen. Ja, sonst wäre meine kaputt gegangen. Teuer Geld hier. Ja, super. Aber die Hütte hat natürlich überlebt. Wie sollte es anders sein? Ach Mann, warum machst du das denn? Na, weil ich es gerade hingebaut habe. Nein, weil ich's kann. Pfoten da weg. Na, Pfoten weg? Ich rupf dir gleich das Ding unter den Füßen weg. Dann liegt es im Wasser. Ach, hör doch auf. Du sollst gerade ausbauen. Hier in die Richtung sollst jetzt du das jetzt geh da einfach weg. Geh da weg. Du machst hier alles kaputt. Na, ich mach kaputt. So, guck da mal. Wunderschön. Leute, Mario hört das mal alles. Ach, hör doch auf. Du hast gesagt, du baust gerade aus. Ich habe gar keine Richtung vorgegeben. Ich wollte dir helfen beim Bauen. Ich bin bewaffnet, ja? Also, nicht diskutieren. Ist mir egal, ob du bewaffnet bist, bin ich auch. So oft. Ach schön, ja nee, okay. Wer hängt hier? Nein, Leute. So wie es bei Mario aussieht, sieht das bei mir auch aus. Ich hab da was du rum. Hast da so einen Pfeil vor dem Auge. Guck mal, bei dir geht er voll durch. Oh mein Gott. Headshot. Oh. Ja, okay, ich pack meine Armbrust schon wieder ein. Das ist ja nicht lustig. Nee, das ist brutal. Dieser Pfeil, ey, so eine Scheiße. Schön. Ja, wollte schon immer mal einen Pfeil im Kopf haben. Ich hab Schmerzen. Naja. Du sagst naja. Naja. Warum sagst du naja? Darum. Bau da mal hier irgendwie so einen Pillar hin. So einen Pillar, ich auch. So einen Pillar. Ja. Aua. Aua, jetzt bitte nicht so wehleidig. Wehleidig? Wer hat mir denn den Kopf geschossen? Ich war's. Ja, siehst du hast angefangen übrigens. Ja, die Ceilings sind schon da alle. Ja. Aber Kano funktioniert auch. Ey, hallo? Bist du noch ganz sauber? Mir hängt hier ein Pfeil irgendwo. Oh Gott, du bist ja wieder so lustig. Ey, boah. Aber guck mal, es ist überhaupt nichts passiert. Das ist doch super. Ich hab dich nicht mal getroffen. Mann, ich sehe jetzt die ganze Zeit diesen Dart hier, ja?
ist doch nicht wahr. Ich tue dich mal feucht. Ja, ist lustig. So, ne? Also, ich kann das auch. Ich hab dich nicht mal getroffen. Kannst du dich mal angucken? Hängt dir was im Gesicht. Hängt da irgendwie so ein Pfeil im Gesicht. Steht dir. Sieht fast besser aus als vorher. Das sieht echt gut aus. Ah. Du musst doch dein Gesicht angucken. Soll ich ihn angucken? Na hier! Das sieht aus wie so eine billige Faschekleidung. Ja, genau. Wo also man so einen Pfeil durch den Kopf hat. Also diesen wir haben also das perfekte Halloween-Kostüm gefunden, die Tarnrüstung. Haut euch einfach einen Pfeil durch den Kopf, sieht super aus. Das sieht aus, ey. Oh Gott. Ich hoffe nur, dass er sich nicht umdreht und mich dann beißt oder so. Wahrscheinlich beißt er mich dann. Er sieht irgendwie dicker aus als die anderen, oder täuscht das jetzt? Na, der steht halt nur irgendwie ein bisschen komisch. Obwohl, der hat so ein dickes Bein, oder? Na, der hat einen sehr dicken Oberschenkel und auch einen dicken Bauch. Ne, also der Oberschenkel ist auf jeden Fall richtig fett. Ja, der sieht, was ist denn das für eine Qualle? Hallo? Nee, aber guck dir doch mal... Ja, ich weiß, ich seh's doch. Der Oberschenkel ist... Also der das ist ein Fatrax. Alles Fat klar, Rags. Der Fatrax. Ja, wer weiß. Vielleicht hat er sich gerade nur den Wanst voll geschlagen und das sollte ja eigentlich sein Verdauungsspaziergang werden. Aber der werden. Vorteil ist, das Bein, also das Bein ist doch nicht das normal. Das sieht nicht normal aus. Was ist hier mit diesem... Der sieht generell so gequetscht aus. Ich bin immer noch nicht da. Ich bin jetzt nicht falsch gelaufen. Ja, da kommen wir ja zurück. Wir wollten noch in den Canyon. So, da bin ich jetzt dann wirklich schon viel zu weit. Viel zu weit. Ich bin natürlich wieder ganz woanders hingelaufen. Wie sollte es auch anders sein? Ich frage mich, warum du nicht gleich umgedreht bist. Das ist einfach so einfach, wenn man den Finger auf der Taste lässt, weißt du? Ja, aber du musst dann nebenher noch kurz die Maus rumziehen und dann lenkst du doch schon in die andere Richtung. Das ist manchmal wirklich schwer. Ich verstehe das nicht, warum das nicht so leicht für dich ist. Das ist einfach noch nicht so drin, weißt du? Ich spiele das Spiel noch nicht so lange. Ja, ich glaube auch. Ich spiele auch PC-Spiele noch nicht so lange. Aber es fehlen so die garstigen Fleischfresser, für die es eigentlich eine Menge XP gibt. Ja, so ein paar Brontos. Da hinten ist ein Kano, aber da renne ich jetzt nicht nochmal zurück. Da ist die Sau weggerannt. Schade. Und? Ah, und es hat das Schwänzchen in die Höhe gereckt. Ist das süß? Ist das nicht süß? Und ein Mädchen. Ja, ein Mädchen. Das ist jetzt die kleine Krokusnuss. Eine Krokusnuss oh Mann. Ist das. Oh mein Gott. Jawohl. Warum hat denn die Kleine den Schwanz oben? Weil es kann. Das ist, glaube ich, auch das, was die Leute immer meinten, wenn man so einen Sako in den Raum stellt, dass der dann den Schwanz hochmacht. Ja. Dass man dann ganz gut an die Eier rankommt. An die gelegten. Ja, aber das ist die falsche Seite. Der muss hier rüber auf die Insel, dass er nicht wieder zurückkommt. Und da vorne ist auch schon wieder Party. So, pass mal auf hier. Vorsicht vor den Piranhas. Naja. Kann ich mit leben, dass sie mich gleich fressen? Oh mein Gott. Hilfe! Ah, Glück gehabt. Nee, wahrscheinlich. Nein? Ah. Oh, da hat er dir aber noch in den Zeh gebissen. Oh, Vorsicht, du hast kaum mehr Lebenspunkte. Zähl. In deinem Zustand würde ich nicht mal in der Nähe vom T-Rex rumrennen. Ich bin so abgebrüht und so cool. Komm her hier. Oh mein Gott. Triffst den eh nicht. Ja, ist egal. Du hast deinen Speer verschwendet. Ist egal, als wenn dir mir was helfen würde hier gegen den T-Rex. Komm mit. Oh mein Gott, der kommt. Also ich bin wirklich auf deinen Plan gespannt. Ja, ich will den einfach weit genug weglocken. Und dann willst du sterben? Ja. Na komm. Wahrscheinlich kommt er gleich. Der will nur spielen. Oh mein Gott, der will nicht spielen, der will mich fressen. Nee, der will spielen. Oh, ich bin zu fett. Nein. Ja, geil. Oh mein Gott. Sehr schön. Oh, elegant. Elegant wie ein Elefant. Was soll denn das? Du hast gesagt, du bist zu fett. Oh, hallo, da war Gott. So viel Platz zwischen den Steinen. Ich hab da nicht durchgepasst, ey. Das nächste Mal schmier ich mit Öl ein oder mit, weiß ich nicht, Seife und dann flutsche ich da durch die Lücke. Schön.